Supremo. Jupp. Okay, was haben wir hier? Dynamit, Baseball, Molotov Cocktail. Also Juan, warum vertraust du mir deine Kreation an? Du kennst mich doch kaum, Marcelle. Ein meisterhaftes Instrument muss von einem Virtuosen gespielt werden. Ich weiß, wie du spielst, Danny. Du bist wie Paganini auf Speed. Du hast Talent. Gracias. Aber ich hätte lieber das Talent zur Flucht von dieser Insel. Also hier wieder was, irgendwas lesen. Suerte. Also komm, dann gehen wir jetzt zu der Frau hoch. Wir müssen reden. Machen wir. Ich muss dir nicht erklären, dass Viviro das Blut ist, das Castillos Regime. Feuer und Zorn. Er hat Arbeitslager für die Herstellung in ganz Yara errichtet. Auf diesen Plantagen pflanzen Ausgestoßene wie Sklaven Tabakpflanzen an, aus denen sie dann Viviro machen. Das sind unsere Leute, Danny. Misshandelt, gequält, in einer Dunstwolke giftiger Chemikalien. Es gibt ein Lager auf dieser Insel. Wir haben versucht, es zu zerstören, aber ohne Erfolg. Jetzt werden wir das zu Ende bringen. Julio wartet in einer Scheune in der Nähe auf dich. Alles klar, Feuer und Zorn. Zerlegt dieses Sklavenlager. Ja, perfekt, Digga. Einfach eine Liane hochziehen. Hola, Guerriero. Huch! Zeit für einen Probelauf mit dem Supremo. Wenn es zu viele Soldados werden, drückst du einfach ab. Ach ja, eine klitzekleine Kleinigkeit solltest du vielleicht noch wissen. Mhm. Die Supremos sind in einer Experimentierphase. Sie brauchen Zeit zum Atmen, nachdem du sie benutzt hast, damit sie nicht überladen und dich töten. Das hättest du mir auch vor dem Aufsetzen sagen können. Lass den Supremo sich einfach am Blut deiner Gegner laben. Was? Das wird schon, Danny. Das wird schon. Heftig. Also Supremos sind mächtig von... Die Geräte, die dir einzig... Digga. Das wird doch wenigstens... Okay, L1, R1. Hola. 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 Aber jetzt brauche ich das ja nicht. Lass dich da draußen bloß nicht umbringen. Okay, wir haben hier ganz normal Werkbank, also dann laufe ich da lang. So, jetzt. Warte mal kurz, wir reden gleich. Was hast du für mich? Wir haben eine heilige Stätte gefunden, die der Triada gewidmet ist. Da gibt es auch einen Schatz, aber der wird von Geistern bewacht. Und damit will ich nichts zu tun haben. Mhm. Aber dir wünsche ich viel Glück, Kompai. Hey, danke. Danke.
So, neuer Ort aufgedeckt. Okay, und hier müssen wir hin. Na, ich bin da. Nicht zu nah, jo. Huch. Ups, das wollte ich jetzt nicht machen. Tut mir leid. Das wollte ich jetzt nicht tun. Das tut mir leid so. Okay, hier komme ich so nicht rein. Perfekt, Digga. Verpackt. Warte, ich komme gleich, mein Freund. Lass ich mal eben hier die zwei, drei Sachen. Lass dich spielen, Bro. Rüsten wir das ganze Zeug auch noch mal kurz aus. So, Arsenal. Also, hier, wir haben Schutzhelm. Haben wir ausgerüstet. Perfekt. Keine Ahnung, was das bringen soll. Du erhältst zusätzliche Seitenmunition. Hör zu, ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen, aber Clara hat mir einen Befehl gegeben. Ich kann auf mich aufpassen. Ist mir egal. Das konnte Lita auch. Sie sollte jetzt hier sein, stattdessen habe ich dich. Und ich sollte jetzt in Miami sein. Stattdessen sind meine zwei besten Freunde tot und ich sitze hier mit dir fest. Waffenstillstand? Genug geredet. Schritt 1, wir greifen ihren Tabak an. Schritt 2, wir zerstören ihren Giftvorrat. Schritt 3... Wir verpissen uns und Castillo kriegt eine nette kleine Botschaft von Libertad. Verstanden. Hier, diese Ausrüstung wird dich vor Feuer schützen. Und noch wichtiger, vor Castillos beschissenem Gift. Alright. Jetzt habe ich deine Scheiße hingeworfen. Wahrnehmungsgranate. Ja. Oh. Entspannt. Okay. Worauf wartest du denn? Zieh die Ausrüstung. Gerade habe ich mich umgezogen. Die richtige Schutzausrüstung für jede Situation hilft dir am Leben zu bleiben. Ja, ja. Das richtige Werkzeug für den Job. Das höre ich ziemlich oft in letzter Zeit. Hör zu, Julio.
Lita war wie eine Schwester für mich. Sie hätte nicht auf diesem beschissenen Boot sein sollen. Sie ist deinetwegen gestorben, Rojas. Nein. Anton Castillo hat Lita getötet. Wenn ich nur statt ihr am Strand gestorben wäre. Lita war ein besserer Mensch, als ich es je sein könnte. Und wenn sie dich geliebt hat, dann sagt es eine Menge darüber aus, wer du bist. Es reicht. Hör zu, wenn wir das gemeinsam durchziehen wollen, musst du von dem Gift wissen. Du musst den Scheiß, den sie auf diese Blätter sprühen? Der offizielle Name lautet PG-240. Aber wir nennen es das Gift, weil es deinen ganzen Organismus fickt. Versuch es nicht einzuatmen oder auf die Haut zu bekommen. Es kann dich verrückt oder krank machen. So richtig krank. Na, das ist klar, Chef. Wenn das nicht umbringt, dann der Krebs, den es in dir wachsen lässt. Scheiße. Du bist also vom Militär? Scharfschütze? Nahkampf? Was ist dein Ding? Ich kann gut mit Knarren. Wir verstehen uns. Dann denk mal nach. Die Ausrüstung von mir hilft gegen Feuer und Gift. Aber Guerilleros brauchen welche, die immer zu ihrem Stil passt. Sonst überleben sie nicht lange. Von hier aus können wir es gut auskundschaften. Bin hinter dir. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Okay. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Okay. Einfach zweimal reden. Hier hoch. Dalle. Jo. Siehst du den Viviro-Tabak? Den gelben Giftcontainer? Sie. Stich Löcher in die Container, damit das Gift rauskommt. Witzige Sache. Giftgas und Feuer sind eine wilde Mischung. Dasselbe gilt für die Sprühkommandos. Die sind schwer zu töten, aber sie vertragen keine Hitze. Du hast einen Flammenwerfer, du hast den Supremo. Zeit, diesen Viviro-Scheiß loszuwerden. Weißt du, Lita und ich hatten ein Ritual, um uns vor dem Kampf aufzuheizen. Ein Lied. Lass mal hören. El movimiento de libertad. Oh, bella ciao, bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. Für Lita. Für Lita. Sorgen wir für etwas Chaos, Dani. Er sagt auf die Sprühdinger. Okay. Bin ich mal gespannt. Hey, hier drüben! Rüste deinen Taster, Flammenwerfer im Arsenalmenü oder aus. Okay, das habe ich. Wenn wir alles bis auf die Kuppe. Da brauche ich eigentlich nur die normale. Vielleicht irgendwas falsch verstanden, aber ja.
Ah, hier gibt's da oben. Sabotiere die gelben Gifttanks mit Sprengstoff zerstören. Also in dem Fall würde ich mal sagen, dass das die gelben Gifttanks sind. Oder? Supremo ist verdammt nochmal perfekt. Sie, denk dran, er ist eine Sie. Und um sie aufzuladen, musst du mehr Soldados töten. Das liegt sie. Ja. So ein bisschen noch reinkommen mit der Steuerung. Ich beschwöre mich für Musik. Ich brauche Muni. Ich muss noch mehr zerstören. Die ganze Muni hier nehmen. Bro, nicht verblutet. Alles wieder gut. Macht sie fertig! Granate! Geht los! Bleibt in der Nähe! Wieso macht das nichts? Leute, ich verstehe eine Sache nicht. Ich gehe da mit diesen Nahkampfgeschichte rein, aber... Der Truck. Gefühlt macht er nichts. Das war schon vorhin so. Warte mal, ich sammle das auch noch mal kurz ein hier. Verdammt.
Bei Fuß, Guapo. Komm gut voran. So, die habe ich alle zerstört. Huch, oh, ist wichtig. So, jetzt kommen wir jetzt mit dem Rest machen hier. Was sonst? Jetzt kommen wir nicht mal voran. Ich muss noch mehr zerstören. Und, komm, Bro. Yeah.
komm, bald haben wir es geschafft. Hallo? Ja, wie, also, dass er jetzt da nicht drüber kommt. I don't understand this. Das mal angucken. Ist doch Kacke. Hier drüben. Also. Geschafft. Baseball, was bringt ein Baseball? Ich soll das eine Granate darstellen. Digga. Oh, Zeug mit einem Flammenwerfer verbrennen? Ist ja bekannt vor. Okay. Sofort. Oje. Scheiße, du kannst wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich hab's dir doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Si, wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Gracias, dann. Kein Problem, kein Problem. See you. Okay, also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Yeah. Yeah.